Willkommen bei der Swiss Traders Schlag den DAX Show mit dem Ausblick auf die Märkte für heute Morgen, 21.03.2022. Schauen Sie auf HTTPS Daytrader Website die Risiken an, die mit CFD Trading verbunden sind. Ein Kanalabo hält Sie auf den Laufenden. Aktivieren Sie die Glocke. Und Disclaimer. Es findet hier keinerlei Anlageberatung statt und im Live-Chat, beim Live-Trading aufpassen. Jedermann kann im Chat ein Signal geben, das aber eventuell eben Schrott ist. Also ich gebe nur Signale per mündliche Signale. Wenn wir da die generelle Lage anschauen, bin ich da nicht so positiv gestimmt, so wie der Blick berichtet, sollte die Putins Armee innerhalb einer Woche zusammenbrechen. Das glaube ich jetzt nicht, dass das so schnell passiert. Ich habe eher das Gefühl, dass die ganze Aktion, die wurde mit China abgesprochen, drum erster Angriff nach Beendigung der Olympischen Spiele, und das wird eine Länge, ein Machtkampf sein zwischen Demokratie und Autokratie. Ich sehe das eben nicht so positiv, und obwohl Russland militärisch viel schwächer ist als der Westen, kann das können die sich noch einige Zeit dort festfressen. Wenn wir da auf den DAX schauen, der DAX, der ist da wieder in die Opening Range gerutscht vom Freitag. Der Dow Jones ist da wesentlich höher. Hier ist die Projektion. Wir hatten da am Freitag nicht eine so hohe Volatilität, 67 und da 83, also der Stretch, der Opening Range. Und ja, ich würde eigentlich eher sehen, dass das wieder nach unten kommt. Ja, der DAX hat sich da auch jetzt halt wieder über den 89er im M15 rüber gerettet. Ich denke, das könnte nicht von sehr langer Dauer sein, weil trotzdem global eine massive Lieferketten-Problematik auftritt. Also ich sehe schon, je nach Ausgang, wenn jetzt so Russland nach einer Niederlage, würde Russland in Teilprovinzen zerfallen. Auch Belarus würde, das Regime von Belarus würde platt gemacht. Dann wären natürlich die Wirtschaftsaussichten ganz groß, aber das braucht noch einige Zeit. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht noch ein Jahr braucht oder länger. Oder es kommt einfach wieder zu den alten Blöcken. Und dann ist das wirtschaftlich sowieso nicht so gut. Gut, schauen wir hier nochmals DAX. Der hat sich hier erholt, ist jetzt aber am Stagnieren. Dann wir haben ein Downgap von etwa 60. Also heute sind wir nicht so gut gelaunt. Und dann den DXY, der nach wie vor sehr hoch. Das heißt, der Dollar ist immer noch massive Fluchtwährung. Dann Dow Jones, ja, hat etwa ein Downgap von 150 auch. Also das ist heute nicht so. Im Vergleich zu Freitag sind wir schon Downgaps, und Downgaps können sich gerne weiter ausdehnen. Das Gap and Go, also wir haben ein Downgap und es geht dann noch weiter nach unten. Und ja, ich glaube, sieht fast danach aus, dass wir da heute
eher nach unten gehen, den Schwung ein wenig verloren haben. Dann schauen wir, CSI 300, China, Hongkong. Ja, sieht auch nicht so begeisternd aus. Dann allein noch Japan. Japan sieht gut aus. Und Nasdaq. Ja, ich denke eben auch, der Nasdaq ist da angestoßen. Ich sehe da jetzt momentan nicht so starke Bewegungen. Natürlich, je nachdem, was da in den Verhandlungen rauskommt, wird es Bewegung geben. Sonderbarerweise reagiert die Börse immer noch auf das Gefasel von Lavrov. Und ja, also da natürlich größte Vorsicht walten lassen. Meistens ist eben das Lavrov-Gefasel nicht sehr lang anhaltet. Wenn der was sagt und die Börse steigt, dann bleibt das nicht lange so. Dann schauen wir US 500. Ja, auch wieder mit Down Gap. Das muss ich eigentlich so machen. Das ist der Kassa-Wert 4463 und da 4448. Wir haben da etwa einen Downgap von 20. Also wir sehen da nicht mehr so ganz große Sprünge. Dann schauen wir mal noch Gold. Gold immer noch relativ hoch. Immer noch Safe Haven. Dann schauen wir, ja, da die MOEX müssen wir uns nicht mehr anschauen. Ja, vielleicht da noch von letzter Woche Stadler Rail. Stadler ist ja stark in der in Belarus vertreten. Da sehen wir zwar jetzt eine gewisse Erholung, aber die ist wahrscheinlich auch nicht sehr substanziell. Dann noch die Moskauer Börse, die ist immer noch zu. Oder hat die jetzt wieder geöffnet? Da heißt es zwar Market Open. Das kann aber nicht sein, weil es sind ja da praktisch keine Bewegungen da. Dann eben Gazprom an der russischen Börse immer noch hoch, aber da an einer internationalen Börse einfach abgestürzt auf völlig nichts. Da könnte man natürlich auf einen Anstieg spekulieren, sobald Putin weg ist, aber eben das weiß ja niemand. Der USD-Rubel, ja, immer noch sehr stark unter Druck, das heißt zwar dabei, aber das glaube ich jetzt momentan nicht so richtig. Dann schauen wir nochmals den DAX mit der in der Full Chart an. Das ist jetzt der 30 Minuten Chart. Hier ist nicht so ganz klar, was da passieren wird. Wir haben hier über das Wochenende ziemlich Federn gelassen. Ich sehe jetzt da auch nicht spezielle Strukturen. Wahrscheinlich im 15-Minuten-Chart. Ja, wir sind jetzt in Dow Jones über den VWAP gekommen. Hier ist der VWAP, der DAX ist auch über dem VWAP.
Ja, es könnte da. Ich würde da halt eher Short-Möglichkeiten sehen. Ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch schwierig einzuschätzen, was passieren wird. Schauen wir noch den Dow an. Der macht natürlich wieder eine sehr ähnliche Figur wie der DAX. Dann, da der DXY, der ist wesentlich, ja, der hat jetzt gerade momentan ein bisschen entwertet und prompt geht Dow und DAX nach oben. Also da diese bei sehr hohem DXY ist da die Korrelation, also die inverse Korrelation zwischen DXY, Dow und DAX sehr, sehr groß. Also wir gehen da runter, da geht es sofort nach oben. Also wir haben auch praktisch im DAX und im Jones eigentlich einen Währungstrade sozusagen. Also DXY fällt, dann steigt DAX und dann steigen die ja, die Assets. Gut, das war's von Swiss Trader. Ich komme jetzt dann nächstes mit dem Live-Trading. Bis später.